Mit einer natürlichen Leichtigkeit springt Sidney Hase den doppelten Flip und den doppelten Salchow. Beim Eiskunstlauf müssen die Bewegungen auf dem Eis perfekt zur Musik passen. Besonders gerne läuft sie die Pirouetten. Nur der Doppelaxel klappt noch nicht so sicher. Der wird halt erstmal als einziger Sprung von vorwärts abgesprungen. Und er hat halt fast so viele Umdrehungen wie ein Dreifachsprung. Also, weil ein normaler Axel hat schon 1,5 Umdrehungen und so hat er halt 2,5 Umdrehungen. Im Alter von 6 Jahren kam sie zum ersten Mal mit Eis in Berührung. Ihr Vater ist Fabian Hase, ein ehemaliger Eishockeyspieler der Hamburg Crocodiles. Der nahm sie mit zum Training. Jetzt ist sie jeden Tag auf dem Eis, am Wochenende auch zweimal am Tag. Dann bin ich halt immer von morgens irgendwie um 7 aus dem Haus, komme ich dann manchmal so gegen 8:30, 9 wieder. Und so mit Freunden, also meine Freunde verstehen das auch und so. Und die sehe ich dann manchmal, kommen die in die Eishalle oder so, damit ich die überhaupt noch sehe. Und ich glaube, das ist schon ehrgeizig, dass ich auch manche Sachen wie andere Partys machen und sowas, das eher zurückstelle und dafür eher zum Training gehe. Wenn sie nicht gerade Pirouetten und Sprünge trainiert, kümmert sie sich um den ganz jungen Eiskunstnachwuchs. Mit ihrem sportlichen Erfolg und ihrem sozialen Engagement hat sie es geschafft, jetzt mit 17 Jahren zu den Olympischen Spielen zu fahren. Nicht als Teilnehmerin, sondern mit dem Jugendlager des Deutschen Olympischen Sportbundes. Im Februar wird sie in Pyeongchang in Südkorea olympische Luft schnuppern. Zusammen mit 40 Jugendlichen aus ganz Deutschland, aus allen möglichen Sportarten. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt und ich glaube, also mein Traum ist es ja mitzumachen irgendwann, aber ich glaube, dass einen das auch noch richtig motiviert, dass man dann noch mehr trainiert und so, wenn man die sieht, die da mitmachen. Sie hatte die Idee mit der Bewerbung für das Olympische Jugendlager, Irmelin Otten. Die 81-Jährige kennt und trainiert Sidney seit 11 Jahren und war selbst jahrzehntelang Eiskunstläuferin. Mutter Virginia hält sich sportlich zwar zurück, doch sie unterstützt Sidney bei all ihren Plänen. Ich bin total stolz und ich glaube, ich bin auch so ihr größter Fan und unterstütze sie da in allem, was ich kann. Und sie hat vieles, was ich nicht habe und dafür bewundere ich sie, dass sie da wirklich mit so viel Herz und Disziplin dabei ist. Bevor sie zu den Olympischen Spielen fährt, nimmt Sidney im Januar an der Deutschen Jugendmeisterschaft in Chemnitz teil. Und bis dahin möchte sie den doppelten Axel perfekt beherrschen.